Aber du warst ja. Wieso? Ich muss anders anfangen. Kamst du in die Schweiz? Das hat sich so ergeben. Wir haben irgendwann in der 6. Klasse im Geografieunterricht, Schule gibt doch Weisheit. Ja, natürlich! über die Schweiz gesprochen und mir hat das. Und das nimmt mich wunder. Wie hat man über die Schweiz gesprochen? Oh, das ist zu lang her. Okay, aber irgendetwas muss ja hängen geblieben sein. Ja, es ist halt einfach ein positiver Eindruck von dem ganzen Land. Also ich war selbst noch nie in der Schweiz gewesen bis dahin. Und mir hat das gefallen, was ich gesehen habe. Ich war als Kind schon begeistert von den Bergen. Also ich war das glücklichste Kind, wenn ich irgendwo durch die Berge laufen durfte. Und dann habe ich nach dem Abitur mir halt überlegt, dass ich mir das Land jetzt einfach wirklich gerne einmal anschauen gehen möchte. Um zu schauen, ob das wirklich so faszinierend ist, wie ich das in der 6. Klasse mir überlegt habe. Weil es war ja dann doch nochmal 6 Jahre dazwischen. Ja, in dieser Zeit kann viel passieren. Ja. Aber die Faszination blieb. Ja, komplett. Und dann war der Entscheid, ob ich halt da bleibe oder ob ich zurück nach Deutschland gehe. Und ich hatte mich in Deutschland an der Universität beworben, auf Lehramt. Und ich hatte mich in der Schweiz beworben, in Luzern. Und Luzern kam die Zusage und aus Deutschland kam die Absage und da war es entschieden. Und gefällt es dir immer noch? Ja. Und wie würdest du jetzt die Schweiz beschreiben? Und die Schweiz oder die Schweizer? Beides. Beides. Also ich liebe das Land. Also ja. Ich finde, das ist wirklich, ich war jetzt auch schon an ein paar anderen Fleckchen Erde und ich kannte Heimweh nicht, bevor ich in die Schweiz gezogen bin. Ah, okay. Also Heimweh in die Schweiz, wieder ja. Heimweh nach Dresden. Nein. Ja. Also wirklich, wenn ich dann irgendwie dann woanders war, dann ich vermisse die Berge und ich vermisse die See, ich vermisse wirklich auch Luzern. Ich finde Luzern so eine Luzern schöne Stadt. Super. Und das ist jedes Mal, mich lachen immer alle aus, aber jedes Mal, wenn ich länger weg war und ich komme zurück, dann sehe ich irgendwann die Rigi und ich habe Tränen in den Augen, weil ich einfach so glücklich bin, dass ich wieder da bin. Und ich mag tatsächlich auch die Schweizer zurückhaltende Art. Ich bin sehr eine Deutsche und ich bin sehr direkt. Das liebe ich jetzt. Und das ist, es kommt mir nicht immer zugute. Ich musste so ein bisschen lernen, wann ich das dosieren muss. Also bei mir darfst du Deutsch sein. Ich musste das tatsächlich auch schon in der Schule lernen, weil ich auch für meine Lehre zu direkt war. Aber das lernt man eben mit dem Leben. Auch da war mir die Schule wirklich eine gute Lernwiese, wann ich denn was aussprechen darf und wann ich es halt lieber nur denken sollte. Oh, und das Gedenkte kommt da, schwingt ja trotzdem irgendwo immer wieder ein bisschen. Ja, ja, irgendwann kommt es dann auch raus. Ja, aber ich mag trotzdem wirklich ich habe mich auch bei den Schweizern immer sehr aufgehoben gefühlt. Ach, cool. Also das ist eben das Zurückhaltende. Ich als Schweizer, muss man nochmal sagen, ich habe lieber so die Richtung und dann vorwärts. Ja, das kann auf Dauer auch anstrengend sein, wenn da immer einer steht und sagt, wir machen das jetzt so. Ja, schon. Aber so x-mal fragen, wie hättest du das gerne? Ja, darum habe ich schon ein bisschen Präferenz zu Deutschland. Aber ja, und was machst du dann, wenn du jetzt nicht in die Bildung und was geben dir die Berge? Das nehme mich noch Wunder. Was ist so? In den Berg bin ich ganz bei mir mit der Natur. Okay. Ich weiß, das klingt immer so abgedroschen. Ah, nein, ich weiß, was du meinst. Es ist wirklich das. Ich bin in den Bergen und man sieht über die ganze Welt und man fühlt sich frei. Und es über den Horizont auch ein bisschen. Es ist Ruhe, da ist Frieden. Meistens gehe ich dann halt entweder allein oder ja Menschen, die dir sehr nahe stehen. Und es ist auch einfach schön, diese Quality Time mit diesen Menschen zu verbringen und das gemeinsam mit ihnen leben zu können. Ich mag das. Also gehst du dann gerne bergsteigen oder gehst du mit dem Rigi-Bändli zu Oberstdorf? Nein, ich erkämpfe mir die Gipfel. Ah, du erkämpfst. Und was passiert dann, wenn du so auf einem Gipfelpfad bist? Was kommen dann für Gedanken? Kannst du dann die Gedanken ordnen oder hast du gar keine? Oder was ist da?
Sie sind weg vom Alltag. Okay. Also sie sind wirklich weg von meinen To-Do-Listen und alles, was ich noch machen muss. Das sind dann einfach diese Stunden. Hast du große To-Do? Ja, das ist schlimm. Und dann ist es dann wirklich die Momente, die ich mir dann rausnehme und dann sage, nein, jetzt, die sind für mich. Cool. Einfach für mich. Und dann kann, das kann ich dann tatsächlich auch. Also dann kann ich auch auf dem Gipfel stehen und denke an nichts mehr, was ich zu Hause noch alles erledigen müsste, wenn ich dann zurück bin. Und dann kannst du auch brainstormen oder gar nichts denken. Nein. Gar nicht. Weg. Schön. Schön. Und dann sieht man, glaube ich, auch, also so geht es mir, wenn ich mal so in die Ferne schaue, bei mir ist es das Wasser, so über das Wasser, dass die Probleme eigentlich ganz klein sind. Wenn man so die Auslage hat von dem größeren Ganzen, geht es dir auch so. Die sind ja gar nicht mit da oben. Nein, die schon, aber... Ja, nein, die lasse ich ja wirklich, okay. die lasse ich da unten. Die warten im Tal auf mich. Und da muss es nicht kleiner wirken. Ich weiß, was du meinst. Die Dimensionen verändern sich. Aber die kommen da gar nicht mit hoch. Andere Frage. Gehst du dann gerne ins Tal? Oder ob ich mir gerne eine Hütte da oben bauen möchte? Ja, die Versuchung ist groß. Manchmal ist die Versuchung tatsächlich sehr groß, einfach da oben eine Hütte zu errichten. Ah, okay. Und dann wäre es die Rigi oder der Pilatus? Weder noch, da hat es auf beiden zu viele Touristen. Das ist so. Und sonst so reisen? Also wo ich schon war, wo ich hin möchte. Okay, beides. Ja, und Zeit. Ich gehe lieber länger reisen, also für einen längeren Zeitabschnitt als oft. Also ich bin nicht der Mensch, der für eine Woche noch dahin fliegt und für eine Woche da und für eine Woche dort. Ich hasse es, eine Woche Strandurlaub zu machen. Ich liebe das Meer. Ich liebe es, aber es reicht auch, wenn ich da lang spaziere und es sehe. Und ich bin dann wirklich mehr, dass ich dann mir mindestens 3 Wochen Zeit nehme, am besten noch länger. Als Lehrer kann man das. Das ist so, ja. Wir haben ja immer noch unsere Sommerferien. Und dann aber wirklich dieses Land dann halt erkunde, wo ich halt dann gerade bin. Zuletzt war ich in Island. Island, bei den Wikingern. Ja. Das ist sicher auch ein cooler Ort, weil die haben ja auch Feen und so. Die leben das wirklich. Da habe ich immer Freude daran, weil die Fantasie noch groß ist. Mhm.